Hallo ihr Lieben, ich möchte ein wundervolles Video machen, mal was anderes, es geht um die Liebe. Gibt es nichts Schöneres? Warum kommen jetzt so viele Dualseelen zusammen? Das ist so mehr als im Feld, es macht immer mehr die Runde und das ist sowas Schönes. Es ist jetzt sicherlich unterschiedlich, wie ihr informiert seid. Manch einer hat vielleicht gar nichts davon gehört. Manch einer ist mittendrin im Prozess. Und einige wenige oder vielleicht immer mehr dürfen das schon leben und sind glücklich. Und es hat seinen Grund. Und das ist für mich Hauptpunkt von diesen Videos, warum ausgerechnet jetzt so viele Dualseelen zusammenkommen und dieses Thema so verbreitet ist. Ja, also wer noch nicht in dem Thema ist, gibt den Begriff ein, egal wo, bei Videos, auf Google, wo auch immer, du wirst zugeballert mit Informationen, Videos, Tipps, es gibt Experten ohne Ende, eine ganz neue Berufsgruppe ist entstanden, Dualseelencoach, es ist wow. Wir haben eine absolute Umbruchzeit, hat ja jeder bemerkt. Wir haben eine Zeit des kompletten Wandels. Wir haben eine Zeit der kollektiven Bewusstseinsveränderung. Wir haben mega Energien. Es tut sich so viel und die Beziehung ändert. Nicht alle. Keine Sorge, wenn du glücklich bist, sei glücklich. Wunderbar. Das ist wunderbar. Aber die Beziehungen, die einfach nicht mehr passen, die gehen jetzt auseinander. Das war schon immer so, aber jetzt ist es verstärkt und es wird auch immer deutlicher. Und dafür kommen die Menschen, die wirklich zueinander gehören, die füreinander geschaffen sind, zusammen. Und ganz viele davon sind Dualseelen. Da gibt es jetzt ganz viele Theorien. Man findet immer so eine kollektive Info. Fakt ist, dass diese zwei Menschen von Geburt an, das ist nicht schön, füreinander geschaffen wurden. Von Geburt an steht fest, ihr gehört zusammen. Ihr kommt zusammen, irgendwann. Diese Menschen haben eine unglaubliche Verbundenheit, unglaublich viele Parallelen im Leben, im Denken, in der Art und Weise. Und es ist eine Liebe, die ist unglaublich, die ist immens. Ich möchte jetzt gar nicht so ins Thema reingehen. Dafür gibt es wirklich diese ganzen anderen Kanäle, die sich da wirklich wahnsinnig, also super Kanäle, wie immer gute und schlechte, absolut nur diesem Thema widmen. Ich bin überzeugt davon, es gibt sowas schon immer. Aber es verstärkt sich jetzt, dass diese Dualseelen zusammenkommen. Ja, die Theorien, die es gibt, vielleicht stimmt es, eine Seele wiedergeboren in zwei Körpern. Ist das nicht schön? Ein Bewusstsein. Und so weiter. Das geht von Inkarnation zu Inkarnation. Und wenn man in diesem Leben nicht zusammenkommt, dann im nächsten Leben. Und es gibt da, sind ja alles Theorien. Aber es gibt unheimlich viele Parallelen und Fakten, wenn man diese Geschichten verfolgt von den Menschen, die durch diesen Prozess gegangen sind. Und das möchte ich kurz anreißen, wer nicht im Thema ist. Es ist tatsächlich ein Prozess. Es ist nicht so wie sonst. Du lernst jemanden neuen kennen, verliebst dich und tschakka, alles ist gut. Nee. Da ist so ein Prozess. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo beide reif dafür sind,
sich kennenzulernen. Und sie lernen sich kennen. Also erstmal, oh, es ist ganz schön, wie auch immer. Und dann beginnt der Prozess. Mit hin und her, mit Rückzeugen, mit Kontaktabbruch, mit was nicht allen. Es ist anders als sonst. Und in diesem Prozess, in dieser Phase, haben beide die Aufgaben zu lernen, zu heilen, zu wachsen. Wer im Prozess ist, wird das bestätigen, 100%. Das sind zwei Pole. Ja, man sagt der Loslasser und der Gefühlsklärer oder die. Seht das, wie ihr wollt. Ja, du hast. Das sind Yin und Yang praktisch. Einmal die weibliche Energie, die männliche Energie. Emotion und Verstand, Herz und Verstand. Und die müssen sich so ein bisschen, ja, nähern, ihre Aufgaben erledigen. Und darum kommen sie nicht zusammen. Sie sind einfach noch nicht bereit dafür. Ganz grob, wenn ihr im Prozess seid, um euch Mut zu geben. Loslasser ist die Aufgabe, loszulassen. Das ist die weibliche Energie. In der Regel kann auch ein Mann sein. Das ist der Herzpakt. Und wie das Wort schon sagt, der Loslasser, der klammert. Oh, ich will den, ich liebe den so, ich will den. Und der Loslasser muss lernen. Lass ihn los. Das ist ein wundervolles Leben, mach erstmal deine Aufgaben. Während hingegen der Gefühlsklärer, sagt auch schon das Wort, die Gefühle klären. Mehr so der Verstandesmensch, die männliche Energie. Wie gesagt, kann auch eine Frau sein. Gefühlsklärer, ein blockiertes Herz ist total im Verstand und muss sich wieder für Gefühle öffnen, für Liebe, für sein Herz. Das ganz, ganz grob. Das sind so Punkte, warum das so hin und her geht, weil beide noch nicht dazu bereit sind, noch nicht stabil genug sind und wirklich wachsen müssen. Da heilen Sachen von früher, so Kindheitstraum, Erkenntnisse, das wird einem alles bewusst. Und darum kommen diese Menschen, die füreinander geschaffen wurden, in der Regel nicht gleich zusammen, sondern es ist ein Prozess. Und wenn beide ihre Aufgaben geschaffen haben, in der Regel ist ein Kontaktabbruch, wo jeder arbeitet oder auch nicht, weil oder auch nicht, dauert es dann halt länger. Und irgendwann ist dann die große Liebe da und zusammen ist das nicht schön. Und dazu kommt natürlich noch, Dualseelen lernen sich in der Regel nicht im jungen Alter, nicht mit 20 oder so kennen, sondern dann, wenn man mitten im Leben steht, wenn der eine oder beide oft in einer Beziehung sind. Das macht es dann natürlich noch ein bisschen schwierig. Es ist also eine immens große Liebe. Es sind zwei Menschen, die füreinander geschaffen sind. Und wenn diese zwei Menschen dann wirklich zusammenkommen und diese große Liebe leben, dann ist das Liebe pur. Es ist so eine große, starke, tiefe, immense, wahnsinnige Liebe. Und jetzt komme ich zum Punkt vom Video, warum so viele Dualseelen jetzt zusammenkommen. Weil unsere Welt Liebe braucht. Es ist die Liebe, die diese Welt braucht. Es ist die Liebe, die in die neue Welt kommen lässt. Und es ist die Liebe, die unsere Welt retten kann. Noch einiges anderes, aber die Liebe ist ein zentraler Bestandteil. Jeder von uns, und das ist aber auch ganz wichtig, hat die Liebe in sich. Ja, also warte nicht darauf, erst wenn der oder die bei mir ist, bin ich Liebe. Nein, jeder von uns hat die Liebe. Da habe ich auch schon Videos gemacht. Das ist, ich liebe dieses Thema, Liebe, Liebe, Liebe. Jeder von uns hat Liebe in sich. Liebe ist da. Jeder ist Liebe. Öffne dich wieder für die Liebe, wenn du noch nicht so weit bist. Die Liebe ist in dir. Liebe dich selber, die Natur, deine Tiere. Das Schöne, wenn ich rausgehe in die Natur, wenn ich nur sehe, so eine Mango am Baum oder eine Avocado, dann denke ich jetzt mal, nein, Wahnsinn, was die Natur schafft. Oder wenn ich meine Katzen sehe und die kuscheln, die geben auch so viel Liebe. Und du selber bist auch Liebe. Und der Spruch, erst wenn du dich selbst liebst, kannst du auch von jemandem anderen geliebt werden, der gehört immer zu jedem Beziehungswunsch und auch zum Dualseelenprozess.
wie gesagt, schaut euch da andere Videos an. Aber ich möchte dieses Video so machen, weil ich das so jetzt so ins Feld kommt. Immer mehr dual sehen. Die ganzen Kanäle sind voll mit Experten und Leute, die sagen, ich bin da drin im Prozess und was ist denn das für ein Hin und Her und was soll das und so weiter. Der Prozess ist da, damit zwei reife Menschen für so eine große Liebe reif sind, dann zusammenkommen und dann in dem Moment, wenn sie zusammenkommen, diese mega Liebe haben und diese Liebe geht raus in die Welt. Verstärkt. Und darum sind es so viele Dualseelen, die jetzt zusammengekommen sind, in Prozessen oder noch zusammenkommen werden. Ist das nicht wundervoll? Ich freue mich so, mal wieder ein schönes Video machen zu können. Da hatte ich jetzt richtig Lust zu. Es ist einfach nur wundervoll. Das hatte ich eben noch im Kopf. Das sind die Paare, wenn du sie zusammen siehst, da ist so ein Liebesenergiefeld. Das strahlt so aus. Das spürt, sieht und merkt jeder drumherum. Das ist praktisch wie beim ersten Verliebtsein. Da ist man ja auch so voller Liebe. Es geht dann aber mal vorbei. Dieses Liebesenergiefeld ist immens und es bleibt. Es gilt auch für alle anderen glücklichen Paare. Dualseele hin, Dualseele her. Aber ich finde es einfach nur irre, wie sich jetzt alles verändert, wie wir immer weiterkommen. Es ist so eine Nach- und Nach-Veränderung, sodass man das gar nicht, teilweise gar nicht so bewusst mitbekommt. Dieses Geschehen ist etwas Wundervolles und ich wünsche dir, genieß es. Und wenn du im Prozess bist, halt aus. Wenn du noch in der Herzschmerzphase bist, es geht vorbei. Es ist die Zeit. Vertraue. Egal, ob du Dualseele oder nicht. Seid glücklich, seid in Liebe. Und ich wünsche jedem, so eine Liebe leben zu dürfen. Wer es möchte, es gibt ja auch Menschen, die sagen, weh sein. Wer erstmal Ruhe im Karton nehmen. Oder du bist glücklich mit deinem Partner, obwohl du was, na du Dualseele wird es ja nicht sein. Das ist egal, wenn ihr glücklich seid. Euch liebt, ist das Ding. Wenn du darauf hoffst, oh ja, Seelenpartner, ist auch schon mal gut, Dualseele ist wirklich nochmal manifestieren und vertraue und lass los. Los. Nicht verkrampfen. Ein schönes Video für die Liebe, denn das braucht unsere Welt und darum kommen jetzt so viele Dualseelen zusammen. Alles klar.